Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen WWE 2K16 King of the Ring Turnier. Ja, ich bin der Onkel und mein Gegner ist wieder der, ja, nicht zu verachtende Revano. Hallo, ja, ich werde immer schlimmer und gefährlicher. Naja, nee, ich wollte gerade sagen, die letzten Matches gingen ja nicht so gut aus mit Triple H und so. Nee, das stimmt. Aber es war auch ein schlechter, wir hatten auch einen schlechten Tag, muss man sagen. Ja, und im Livestream habe ich ja geübt. Genau, aber das war halt ohne Delay. Indem wir den Controller verkehrt rumgenommen haben, das gehörte alles dazu. Genau. Genau, so, dann würde ich sagen, drücken wir mal Viereck. Bäm, der ist schon weg. Der ist deine. Oh, jetzt muss ich mal wieder gucken hier, was der ist ich deine. So komische Geister habe. Nee, den habe ich nicht. Oh, ich glaube, den habe ich. Hab ich okay, ich habe einen gefunden, den ich habe. Den habe ich. Okidoki, doki, 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 doki. Dann würde ich sagen, können wir? Boah, hallo? Ich bin aber sowas von bereit. Ich freue mich. Und okay, dann. Dann zieh runter. 3, 2, 1, jetzt! Wow! Yeah! Oh, yes. Ich sagte, du wirst schon verlieren, allein weil ich eine Sonnenbrille trage. Oh, scheiße, das wird schwer für mich. Das wird sehr schwer für mich. Ja, glaube ich allerdings auch. 86 Points, hab 90. Sag bloß, und du kennst ja, die Savage nicht. Ja, die Savage ist gut. Ich mach mal bereit. Oh, wir haben ein Lob bekommen, auch letztes Mal unter einem Match, wo wir mit Brock Lesnar gematcht haben. Gegen Kevin Nash, weil wir einen Tisch kaputt gemacht haben und so. Fand ich echt cool. Ich freue mich immer, wenn ihr Kommentare schreibt. Macht das ruhig öfters, auch bei Onkel, schreibt runter. Ja, das wäre auch mal schön, wenn ich auch mal Kommentare habe. Anmerkungen habt. Genau. Ha? Wäre schön, wenn ich auch mal Kommentare kriegen würde. Ja, ich schreibe dir immer drunter, Onkel. Ich schreibe jeden Tag. Ja, du doch nicht. Das interessiert mich doch nicht. Ich habe dich doch im Spiel. Ach so. Ich hab für den Zuschauer. Ja. Okay. Genau. Okay, es geht los. Ja, okay, es geht in die auch. Ecke. Sehr schön. Sehr schöner Fight hier. Erstmal in die Ecke drücken. Und wenn du schlägst, mir rast die aus. Bam! So gefällt mir das. Ich finde, das war damals auch so ein Markenzeichen von Randy Savage, dass der immer diese komischen Finger abgeklebt hatte, ne? Das hat mir echt Spaß gemacht. Er hat immer noch nicht begriffen, wie das hier funktioniert. Ah, ja. Ja, bei mir ist mal wieder ein Mega-Delay. Also echt wahnsinniges Delay. Tut mir leid, also das ist Wahnsinn. Schönes Ding. Ich habe mega Delay. Griffel. Ich kann nichts machen. Wie, das ist übelst. Ne, ich habe ein Delay, kannst du vergessen. Bei mir ist es wirklich, das heißt, ich drücke und eine Sekunde später reagiert er erst. Achso, das heißt, ich bin eigentlich klar im Vorteil, oder? Ja, definitiv. Ich kann nichts machen. Lass uns den Kampf aber jetzt noch eben machen und dann müssen wir was überlegen. Dann muss ich meinen Ruder neu starten. Ruder. And it doesn't matter who's standing across the ring. Ah, das kriegen wir schon hin. Siehst ja, dadurch, dass du so ein Delay hast, kann ich auch nicht blocken. Ich hab keinen Bock zu verlieren, ja, ey. Och. Hä? Oh, der macht ja, aber dafür machst du aber schon schöne Zaubermoves hier, muss ich ja sagen. Ja, irgendwas muss ich doch drücken. Delay ist eher der. Hä? Irgendwas muss ich doch drücken. Komm, geh rein jetzt hier, Skywalker. Oh, ich hab dich gepackt und er macht einen Dropkick, genau. Ja. Ja, fein. Oh, Leute, ey. Und kaputt. Die gerade voll, das gefällt mir überhaupt nicht. Gefällt mir nicht mal ein bisschen. Lass jetzt mal auf da. So, geht doch. Jetzt bin ich wieder drin hier im City Life. Hier, ich muss eine Sekunde. Kommt direkt raus. Ich habe jetzt echt einfach mal blind gedrückt und hab geblockt. Blind. Hörst du jetzt auf, blind zu drücken? Gefällt mir überhaupt nicht. Oh, fuck. Ah, schönes Geriffel. So, jetzt hau ich die erstmal weg hier aus dem Leben hier. Schönes Gerät, so. Ja, ich freue mich, der mit der pinken Unterhose hier. Ich bin gerade, hatten wir in den Livestream eigentlich auch Randy Savage gehabt mal? Nee. Weil ich kann mich an diese komische Unterhose gewöhnen. Erinnern. Nee, du hast dich auf Billy Gunn, hast du dich da und da war, weil er seinen Gold so. Hat. Ach, ich du bist gar nicht fies. Ja.
Ah, das hält doch die Spannung. Außerdem, ich kenne dich doch, wie im Livestream. Der ist aus jedem Zipfel rausgekommen, Leute. Das habt ihr noch nicht gesehen. Unmenschlich. Der war nur noch, das war noch nicht mal ein Millimeter. Da war der Controller falsch rum. Dazu. Ich hab gedacht, leck mir eine Socken, ey. Da war der Controller sogar noch falsch rum. Ja, und das auch noch. Ha! Ich kann Outdrop-Kicks. Verstehst du das, was ich dir damit sagen möchte? Nein. Ah, er fusselt, er kommt wieder raus hier, der alte Skywalker. Geh mal weg da jetzt. Ach, Wendy. Wendy. Schenk dir eine Wendy. Ah, zu spät, zu früh. Bam. Ah, der geht mir ein bisschen auf die Gurke, der Typ. Boah. Also egal, was ich drücke, ist immer zu spät. Das ist ganz komisch, wegen dem Delay oder was? Kann gar nicht früher drücken. Ich hab gesagt, ich muss eine Sekunde früher drücken. Ja, ja, und ich muss 3 Stunden, egal was ich drücke. Ich schaff's trotzdem nicht. Ich sag, ich werde nachher mal mein Dings neu starten. Ach, yo. Kannst du gleich machen, auf jeden Fall. Ach, komm. Wendy! Wendy! Ach, yo, zu spät. Wahnsinn. Das ist unmöglich, sowas mit dem komischen, weiß nicht, wann ich da richtig drücken muss. Das ist alles für mich so ein bisschen anders. So, komm mal hoch da. Ja, da müsstest du vielleicht sogar ummachen oder neu starten. Ich habe vorhin alles schon vorbereitet. Nee, ein Ruder neu starten. Ich habe neu gestartet, ich habe alles neu gemacht. Ach so, der macht vom obersten Seil, ne? Ja, sein Finisher, ja. Mhm. Naja. Na, aber so nicht, mein Freund, so nicht. Macht er nicht, doch. Ja! Und jetzt kann man, tu es. Sei einmal ein Mann. Ach klar. Ist natürlich klar, dass der Onkel rauskommt, liebe Freunde. Der ist übermenschlich. Ich weiß nicht, ich muss mir das immer bei ihm angucken, wie groß das Feld war. Nee, das war ist doch gemogelt, etwas größer, was er da treibt. War nicht so klein. Oh oh. Aber ist ja nicht schlimm. Ich krieg den Onkel schon dazu, dass er aufgibt. Ach, der kommt ja ganz easy raus. Ah, du bist dazu da. Gut, du hast auch noch eine Energieleiste. Dann muss ich dich, glaube ich, noch ein bisschen bearbeiten. Schönes Ding. Ich habe erst 40 Punkte und du hast schon 90. Das ist auch nicht so eine gute Sache. Naja. Ach, scheiße, er kommt raus. Kacke. Hast du wieder blind gedrückt, ne? Ja, muss ich doch. Muss ich doch. Ach, Mann, ey. Ist das dein Finisher? Nein. Hallo. Er haut ab. Er haut einfach ab. Er geht aus dem Ring. Oh, wenn ich einmal machen würde, was ich sage. Er hat so ein rotes Bild gerade im Hintergrund. Gerade gehabt. Voll geil. Ich weiß nicht, das war gerade so voll das übelste Bild. Na komm, steh auf jetzt. Er holt einen Tisch, okay. Komm mal her. Ich kümmere mich um dich. Ah, oh, schön auf das Geriffel-Ding hier. So, jetzt stellen wir dich mal hier in die Ecke. Lehnen. Hä? Ich habe Lehnen gedrückt. Boah. Muss ich Kreis gedrückt? Warum wirft ihr das so hin? Kannst du mir das mal erklären hier? Ach Gott, ey. Ich muss ja Kreis zum Lehnen drücken. Er covert einfach. Boah. Das ist so typisch Randy Savage. Ich merke das schon. Okay, dann machen wir mal kurz einen Move hier auf den komischen Tisch hier. Ah, doch, hat doch geklappt. Oh, er hat schon wieder einen Finisher. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ach, scheiße, kommt raus. Ah. Ach, ich hab doch gedrückt. Ach komm, meiner legt sich auch direkt auf den Boden, ne? Wenn du den einmal berührt hast. Mann, was macht er denn? Ich weiß das auch nicht so genau. Meiner fällt raus. Ach komm, Wendy, steh auf. Wendy ist fertig mit der Welt. Ja, Wendy ist fertig.
Du hast ihn angezündet? Mhm. Alter, was bist du denn für ein Mensch, ey? Na, fuck. Dong. Ach, jo. Jo, natürlich, klar, na sicher. Aber ja. Ach. Ja. Was war das denn? Ja. Jetzt ist das Feuer aus. Das war der Luftdruck war zu hart, ne, von meinem Move, oder? Wie geil war das denn jetzt? Complete Domination hier, ja. Ich bin absolut Completion Domination. Ach jo, er legt mich auf den Tisch. Ist ja gut. Ah. Ach jo, du hast voll auf mein Bein gehauen. So was macht man nicht. Hallo, mach doch mal. Mach doch gar nichts. Meiner ist meine. Bewusstlos. Du hast ihn getötet. Ihr wisst ja jetzt seit dem Livestream, dass Wrestler sterben. Mhm. Nee, das war ja vorher, hat das schon Rivano ins Leben gerufen. Sprach er, der Meister. Mein Gott, ach, dieser Dreckstisch. Mein Gott, ich komme auch nicht hoch. Es ist unmöglich. Es ist unbelievable, dass ich hier irgendwas machen kann. Der Randy Savage ist sowas von dem Arsch. Ah. Oh Mann. Geht doch. Mann. Und immer muss ich hier rumprobieren. Doing whatever it takes to win. Can you believe him? Quine with the dump bucket. Quine with the dump bucket. Ja, Finisher. Und den Tisch habe ich auch noch mit weggerubbelt. Und jetzt. Two. Und kommt er raus. Ja, Sieg. Also, lieber Tischzerstörungsfan. Er wollte nicht. Ja, nee, ich wollte jetzt echt gewinnen, weil das geht mir so auf den Sack mit der Verzögerung. Vielleicht danach, dann machen wir das mit dem Tisch. Das war jetzt echt nur, weil ich wollte unbedingt gewinnen. Erstmal wegen Randy Savage und zweitens, weil ich konnte irgendwie nicht richtig drücken, weil irgendwie konnte ich nichts blocken. Das wollte ich nur sagen. Aber du bist dran mit. Ich denke mal, das liegt nicht nur an mir, sondern es liegt auch bei dir mit dran. Ich denke mal, das werde das auf jeden Fall Ruder starten, mal kurz Stecker rausziehen, 10 Sekunden warten, wieder neu starten und dann geht das hier weiter. Ich hoffe, du machst das auch. Dass wir beide mit einem frischen Ruder Neustart in die Stadt kommen. Ja. Und ja, da würde ich sagen, nächstes Match wird alles besser. Aber es war trotzdem ein geiles Match. Also kann ich jetzt nicht meckern. Ja, nicht. Also auf jeden Fall. Hat richtig Spaß gemacht. Und ich habe eben wieder ein bisschen Pizza gewonnen. Das ist schon gut. Du hast Pizza gewonnen? Ich habe gesagt, ich bin schon ein bisschen besser geworden. Ach so. Ich bin schon ein bisschen Pizza geworden. Ja, genau. Genau, okay. Das war's gewesen, ja. Genau. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Geiles Match gewesen. Und bis dahin. Ciao. Ciao.